So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein Fiat, einen Traktor mit verschiedenen Ausführungen. Und den gucken wir uns gerne mal näher an für euch. Genau, dazu müsst ihr den Mod laden und auf die Karte bringen, ist ja klar. Ne? Und dann habt ihr schon den Fiat hier. Der Fiat 1300 DT Ruibald. Genau, 132 bis 185 PS, manuelles Getriebe, 200 Liter Diesel und fährt 25 bzw. 35 km/h und wiegt knapp 5 Tonnen. Genau, wir fangen mal mit der normalen Kundgebung hier an. Ja. Hat 132 PS, manuelles Getriebe, 200 Liter Diesel, fährt 25 km/h und wiegt 5 Tonnen knapp. Kostet 24.000 Euro im Standard. Ihr könnt hier in der Konfiguration wählen normale Fahrgebung, orange nur Kotflügel, orange Farbgebung mit der Kabine, orange inklusive Felgen, also dass die Felgen natürlich auch in orange sind, schwarze Kabine und weiße Felgen oder normale Farbgebung. Genau. Des Weiteren habt ihr hier noch Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Continental, Friedestein, Mitas und Trelleborg. Ihr habt hier verschiedene Reifenvarianten. Das erste wäre zum Beispiel 320 85 R28 bis 460 85 R38, also R28 vorne, R38 hinten. Dann habt ihr noch die Getreten, ja, also dass die vorderen entgegen der Laufrichtung fahren. Dann habt ihr hier 480, 65 R24, 600-65 R38. Dann habt ihr hier 480, 65 R28, 650-75 R32. Dann habt ihr hier 230-95R32, 270-95R48 und 320-85R28, 460-85R38. Genau, wie gesagt, auch die gedrehten auch. Bei Michelin sieht es genau dasselbe aus. 480-65R24. 540-65R38, dann die getreten natürlich vorne, entgegengesetzt der Laufrichtung. Dann haben wir hier 480-65R24, 600-65R38, dann auch die getreten und dann auch die normalen wieder. 480-65R28, 650-75R32. Genau. Auch die gedrehten auch am Start. Continental haben wir hier auch verschiedene. 320-85R28 460-85R38. Dann die gedrehten vorne. Dann 480-65R24. 600-65R38. Dann haben wir noch die verschiedenen anderen hier. Genau. Friedestein natürlich genau dasselbe hier. Alle durchgegangen hier. Friedestein, Mitas auch. Ja. Und so weiter und so fort. Anhängerkupplung habt ihr hier Standard. Fronthydraulik vorne. Ja. Fronthydraulik mit Zapfwellenanschluss auch am Start. Oder halt gar nichts. Serienauspuff habt ihr hier. Serie. V2A-Auspuff. Ne? Turbolader habt ihr am Start. Da hat er hier ein bisschen mehr PS. 17 PS mehr. Turbolader mit Ladeluftkühlung. Da hat er 185 PS. Ne? Könnt ihr natürlich auch wählen. Oder nur Serienauspuff. Da hat er nur 132 PS. Mit der Turbo-Aufladung und dem Ladeluftkühler hatten 185 PS. Genau.
Hauptfarbe von dem Gestell, also von der Karosserie, könnt ihr auch wählen in Braun oder in Blau zum Beispiel. Ja. Und Kennzeichen könnt ihr natürlich auch wählen, wie ihr das möchtet. Wir haben ihn hier zum Beispiel stehen mit 26.100 Euro. Genau. So, ich habe mir jetzt zum Beispiel mal hier drei verschiedene hingestellt. Ne? Einmal mit kleinen Reifen, dann mit dem anderen Reifenhersteller in Orange komplett. Und hier mit den ganzen Anbauteilen. Ne? Und dann kann man zum Beispiel mal einsteigen, ne? Und den mal laufen lassen. Linker links, linker rechts haben wir. Linker links, linker rechts. Licht da hinten. Und dann mit Kohlflügel auch. Ne? Hier haben wir auch Lichter. Zwei Scheinwerfer hinten. Und das, genau. Jetzt hören wir uns mal an, wie der so fährt. Auch schon auf jeden Fall nice. Und das hier ist jetzt der mit dem Turbolader und der Ladeluftkühlung. Ja. Wie gesagt, Ladeluftkühlung, da wird die Luft gekühlt und dann irgendwann Raum reingedrückt von dem Turbolader. Genau. Auch schon nice, sehr optisch auch sehr schön gemacht. Ja. Frontanbau, also den mit dem Zapfwellenanschluss vorne. Ja. Und wie gesagt, von der Detailgrad her ist auch schön gemacht. Alle Anschlüsse haben wir hier. Ne, Kugelkopf, 3-Punkt Zugmaul. Ne. Und dann haben wir noch eine Funktion hier. L1 und R1. Ne, gedrückt halten. Und jetzt machen wir mal links. Also linker Stick. Links oder nach rechts. Und könnt ihr die Heckklappe öffnen. Dann haben wir hier L1 und R1 rechter Stick nach oben oder nach unten. Dann geht die Tür hier auf und ihr seht genau hier hin. Dann klappt die auf und zu. Innen drin auch. Genau, einmal die linke Tür und dann die rechte Tür, genau dasselbe. Auf und zu. Genau, innen drin habt ihr noch die Schaltung, ne, da schaltet ihr sich durch. Ne? Ja, zum Beispiel zurückfahren, zack, schaltet auch durch. Ja, sieht man ja hier, wie ihr so schön schaltet. Einwandfrei. Also mit 185 PS das Ganze hier interessant auf jeden Fall. Und hat schon was. Wie gesagt, ihr könnt ihn halt in verschiedenen Farben wählen. Ne? Komplett in Weiß oder komplett in Orange zum Beispiel. Mit 147 PS oder mit 185 PS. Genau. Wie gesagt. Findet ihr, wie gesagt, im Mod-Hub bei Fiat. Ja. Und da könnt ihr halt auch den komplett durchfärben, wie ihr das möchtet. Hier. Ja. Alles ist hier möglich. Genau. So, das war's auch hier von dieser Mod-Vorstellung. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wie gesagt, auch wieder ein schöner Mod von Fiat dabei. Ja, Fiat ist ja italienisch. Und der könnt auch für zum Beispiel italienische Karten passen und so weiter. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen und falls ihr gerne noch Fragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr diese gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.